So, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir gehen Koloss Nummer 12 an. Und der müsste meines Erachtens hier auf der anderen Seite sein. An der Schlucht. Ah, hier so drüben, ja genau. Wunderschön. Oh Gott, ich liebe diese Aussicht. Ist das nicht geil? Diesen Wasserfall. Hammer. Bleib mal stehen, Akku. Müssen uns das ein bisschen angucken hier. Ein bisschen genießen. Wunderhübsch. Okay. So, wo geht's lang? Ich sehe es schon. Okay. Müssen wir einen kleinen Umweg nehmen, damit wir da hinkommen. Nämlich durch diese Bergspalte da. Halt, 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 brr, brr. Ich will mal gucken, was hier nochmal war. Hier sind so viele blaue Schmetterlinge. Diese blauen Schmetterlinge sind mir immer verdächtig. Ich weiß aber nie, ob man da was findet. Ich weiß nicht, kann man hier rüber? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, nee, hier ging nichts. Hier ging nichts, aber hier war hier irgendwas. Vielleicht war hier so eine Goldmünze. Das könnte möglich sein. Dass immer da, wo Schmetterlinge sind, dass da diese Goldmünzen sind. Du hast auch echt gut geparkt, würde ich mal sagen, hier. Auf dem Stein. Okay, gehen wir in den Wald. Wir müssen eigentlich in diese Richtung hier. Okay, weißt du was, Akro? Du folgst mir einfach, ja? Mir zu kompliziert, mit dir hier durch zu galoppieren. Was ist denn hier der Durchgang? Dammit. Bin ich blind? Von da bin ich gekommen. Ach da. Ja, ich bin wirklich ein bisschen blind.
muss eh gleich vom Pferd absteigen da vorne. Von daher kann ich auch laufen. Ist egal. So, eigentlich muss ich jetzt hier lang. Ja, genau. Genau das war's. Okay, aber doch noch ein Stückchen, ne? Hätte ich doch noch mit dem Pferd. Na komm. Ich hab gedacht, das wäre gleich um die Ecke. Wir wollen ja unserem Pferdchen nicht das Gefühl geben, dass es für nichts zu brauchen ist. Nein, nein. Wir brauchen dich schon, Akro. Du bist ein treuer Gefährte. So. Hier darf ich jetzt absteigen. Okay. Also, wir müssen jetzt irgendwie darüber kommen. Ins Wasser? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Da glaube ich auf die Insel. Ja. Wir müssen jetzt hier einmal außen rumtauchen. Und zwar so, dass wir zum Rücken kommen. Er darf uns allerdings nicht bemerken und sich nicht umdrehen. Da ist es so grasig, da müssen wir hin. Genau da. Thank you.
Na, beruhig dich, Kolossi. Beruhig dich. So, und jetzt können wir ihn lenken, hier. Indem wir ihn hier auf die Zähne hauen. Wir müssen zu einer Plattform. Zu der da hinten am besten. Na, Kolossi, bleib doch ruhig. Na, obwohl, wir können auch zu der da hinten. Genau, da müssen wir hin. Ja, ist zu weit weg. Jetzt. Okay. Ah, das wollen wir natürlich nicht. Tada! Da müssen wir hin. Titten? Habe ich das gerade richtig verstanden? Titten? Jetzt hat er uns abgeschmissen. Mist! Runterfallen ist nicht so gut. Okay.
Sonsino. Okay, gehen wir den nächsten Koloss an. Jetzt muss ich mal überlegen, könnte der sein? Der müsste eigentlich wieder in einer anderen Richtung sein. Denn der ist irgendwo in der Wüste. Ja, da sind wir auch schon mal dran vorbeigeritten. Und der ist auch ein bisschen tricky. Ich hoffe, der funktioniert gleich so, wie ich das möchte. Warum willst du nie so, wie ich das möchte? Dieses Pferd ist ganz schön bockig. Okay. Dann nicht. So. Eben nicht. Du kannst mich mal. Agro. So. Mach hier noch was? Nein, ne? Ja, glaube ich nichts. Ich guck noch mal kurz. Aha. Aha. Da ist die Höhle, die ich gesucht habe. Mit dem Easter Egg. Ah, schön. Ist es wirklich nur ein Easter Egg? Kann man das Fass aufheben? Ich glaube nicht. Nee. Es ist wirklich nur ein Easter Egg zu The Last Guardian. Das gibt es natürlich im Originalspiel nicht. Nur hier in dem Remake. Aber wir haben es gefunden. Ich wusste, dass es hier irgendwo ist im Wald. Okay. Gut. So viel dazu. Wir müssen einen Koloss besiegen. Ja, ja. Auf, auf, auf. Schneller, schneller, schneller. Ja. Nee. Will nicht. Will nicht. Ach ja. Okay, Akku.
das bringt mit dir nichts. Ich laufe. Tschüss. Tschüssikowski. Bis du mit mir da durchgeritten bist, dauert ja noch 1000 Jahre. Ja. So. Komm, Pferdchen, komm. Hallo, was ist los? Warum bist du so lahmarschig? Hallo! Okay. Endlich sind wir durch dieses Waldstück. Das ist so schrecklich. So. Jetzt müssten wir eigentlich wieder in diese Wüste kommen, wo wir schon mal waren. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen uns nur links halten jetzt. Ja, da schwebt er nun. Unser Freund. Wir müssen ihn an diesen weißen Säcken treffen. Ich glaube, wir müssen näher ran, sonst wird es nichts. Den finde ich sehr, sehr schwer. Weil wir jetzt die weißen Bobbles da abschießen müssen und dann wird er seine Flügel senken und dann müssen wir draufspringen auf die Flügel und das ist wirklich ein bisschen tricky. Ist schön, dass ich den überhaupt nicht treffe, ne? Und gegen die Wand renne. Das sieht schon gar nicht gut aus. Wie gesagt, das ist sehr, sehr tricky. Ich muss auf diese Flügel drauf. Das wird gar nichts. Gar nichts wird es. Weil ich einfach gerade nicht kapiere, wie man vom Pferd abspringt. Come on.
Komm, komm, Pferd. Heb dich fest. Oh yeah. Ich bin drauf. Halleluja. Bevor er die Klappen hier zu macht. Ich sehe nichts. Na, wenn ich Glück habe, dann schaffe ich das sogar noch innerhalb. Ansonsten muss ich noch eine Runde machen. Komm, komm, lauf, wander, wander, lauf. Dammit. Es ist so schwer sein, da hochzukommen. Come on. Du her. Okay, ein Durchgang hat nicht gereicht. Okay. Schade. Wo ist er? Wo ist er? Pferd, echt ohne Scheiß. Kannst du nicht selber denken. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Okay, one more time.
Okay, das war's. Okay, gut. Dann haben wir diesen Koloss auch erledigt. Und wir nähern uns dem Ende. Wir kommen zu Koloss 14. Und insgesamt gibt es 16. Also das heißt, bald ist das Spiel schon durch. Ja, wenn man weiß, was für Schwachstellen die Kolosse haben, geht's zack, zack. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part, wie es weitergeht bei Shadow of Colossus. Bis dahin, bye bye.